Drüben im Olli-Kanal habe ich gerade heute Morgen darüber berichtet, dass Robert Habeck und die beliebte Annalena Baerbock im Aufwind sind. Ihr habt richtig gehört. In der aktuellen Umfrage von YouGov ist es so, dass die beiden Politiker sehr, sehr stark in den Rankings gestiegen sind. Und damit moin zusammen, mein Name ist Olli. Wir gucken uns jetzt nochmal eine weitere ganz spannende Nachricht an. Mehrheit der Deutschen, zumindest der Befragten, lehnt eine AfD-Regierungsbeteiligung ab, aber die Offenheit für eine Zusammenarbeit, die wächst weiter. Und damit jetzt nochmal moin zusammen, wenn du neu bist, gerne ein Abo da lassen. Wir sprechen über diese Situation. Wie kann es denn sein, dass hier die Mehrheit wirklich sagt, wir möchten nicht, dass die AfD an die Regierung kommt? Da muss man doch grundsätzlich erstmal fragen, wer wurde da befragt? Die übliche Frage, die ich gerne hier bei solchen Umfragen stelle, denn das macht natürlich gravierend viel aus. Das ist wirklich eine ganz grundlegende Frage. Und genauso, ich möchte gerne mal eine Umfrage sehen, die eine Regierungsbeteiligung der Grünen ausschließen. So, und dann? Ich wette, dass wir da auch eine große Mehrheit sehen. Denn überlegt mal, ja, die Grünen sind in der Regierung, aber mit wie viel Prozent? Sie sind mit ca. 14% bei den letzten Bundestagswahl gewählt worden. Soll das jetzt bedeuten, dass sich die Mehrheit für diese Leute ausgesprochen hat? Nein, 14%, ganz einfach. Das ist ja das Schlimme und der meiner Meinung nach auch große Fehler an unserem Wahlsystem. Ich habe ad hoc keine Idee, wie man es verbessern könnte, aber ein Problem kann ich beziffern, benennen. Wir haben grundlegend das Problem, dass der Bürger keinen Einfluss darauf hat, wie eine Koalitionsbildung aussieht. Dass wir eine Ampelregierung bekommen. Ich wette, dass viele FDP-Wähler das nicht gewollt haben. Das war auch so nicht abzusehen vor der Wahl. Für den, der jetzt nicht so gut aufgepasst hat, für den, der ein bisschen mehr sich mit den Themen beschäftigt hat und auch den Äußerungen von Christian Lindner, war das vielleicht schon absehbar. Aber worauf ich hinaus möchte, vielleicht, ich habe doch einen Vorschlag, vielleicht sollte es anders ablaufen, dass man zusätzlich zu seiner Erst- und Zweitstimme eine Priorisierung der Koalition abgeben könnte. Dass man sagt, ich wähle jetzt beispielsweise, ihr wisst das ja, ich wähle die Grünen, ne? Ich stehe ja voll und ganz dazu, ihr kennt mich ja. Baerbock ist ja super, die macht eine tolle Arbeit und auch Robert Habeck und gerade Ricarda Lang. Ich bin großer Fan, wie ihr wisst. Und denen gebe ich jetzt meine Erst- und meine Zweitstimme mit dem Vermerk dahinter, keine Koalition mit AfD, keine Koalition mit CDU beispielsweise, aber dafür Koalition unbedingt mit SPD und mit der Linken oder ähnliches. Sowas könnte ich mir vorstellen, dass sowas hier kommen wird. Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Nein, muss ich ganz klar sagen, weil dann würde es ja so darauf hinauslaufen, dass viele Wähler einen Einfluss darauf hätten. Und das wollen sie ja nicht. Sie wollen ja irgendwie ihre Posten sichern, irgendwie in der Regierung oftmals bleiben, auf Teufel komm raus, wie man so schön sagt. Aber schreibt mal eure Ideen dazu gerne unten in die Kommentare rein. Und wenn wir uns das Ganze nämlich jetzt hier angucken, schreibt die Welt, die Menschen in Deutschland lehnen einer neuen Umfrage zufolge mehrheitlich eine künftige Regierungsbeteiligung der AfD ab. 58% der Befragten sprachen sich dagegen aus. Im Umkehrschluss bedeutet das doch, dass sich hier nämlich knapp 42%, das sind 41% der Befragten, nämlich dafür aussprechen, dass man mit denen was zusammen machen kann. 42%. Ja. Darüber spricht jetzt keiner. Jetzt wird die 58 wieder hier in den Fokus gesetzt. Und merkt ihr das? Klar merkt ihr das. Ihr guckt meine Videos ja schon relativ lange und regelmäßig. Moin zusammen an die Neuen. Das, was hier gerade wieder mal passiert, dass so etwas jetzt rauskommt, wo die Alternative wieder ein neues Rekordergebnis eingefahren hat, ebenfalls bei YouGov, liegt nämlich die AfD bei 23% und die CDU bei 27%. Das sind nur 4 Prozentpünktchen Unterschied. Und denkt dann, ich hatte auch ein Video darüber gemacht, wenn die CSU nicht schaffen sollte, auf 5% in Bayern zu kommen, kommt sie nicht in den Bundestag. Damit wären die ca. 5% von der CSU dann weg bei der CDU-CSU und sie wären dann nicht mehr die stärkste Partei. Also es besteht hier eine ganz, ganz große, ich sag mal, Verschiebung im gesamten Bundestag, was viele, glaube ich, so noch gar nicht richtig auf dem Schirm haben, was da eigentlich passieren kann und möglich ist. Weiter zurück auf die Umfrage. 41% wiederum der Befragten geben demnach an, dass die Parteien die Zusammenarbeit mit der AfD vollständig ausschließen sollte. Mitte Juli waren das allerdings noch 47%. Aber wir sehen, dass dieser Trend ganz klar am Wechseln ist, weil die Leute langsam realisieren, ja, Moment mal, hier bei mir in der Stadt, im Gemeinderat, ist die AfD auch mit 2, 3 Abgeordneten, die haben einen Antrag eingebracht.
Da ist der Parkplatz neu gemacht worden, da ist der Theater jetzt wie beispielsweise bei Ricarda Lang im Wahlkreis in Backnang gemacht worden. Die haben eine höhere Förderung bekommen, da gehe ich gerne abends hin. Das ist eine schöne Veranstaltung, schöne Örtlichkeit und alles. Und hat einen persönlichen Vorteil, hat einen persönlichen Nutzen. Und das ist es ja, was immer wieder funktioniert bei den Deutschen. Wenn es ans eigene Portemonnaie geht und an die eigene, ich sage mal in Anführungsstrichen, Freizeitgestaltung und auch um das eigene Leben zu verbessern. In der direkten Wahrnehmung. Ein ganz wichtiger Punkt, diese direkte Wahrnehmung. Nicht eben, ja, da in Berlin, ach, da haben die jetzt wieder Geld verschwendet. Ja, ja, ich wohne ja hier schön und gut in Backnang. So läuft das doch. Aber wenn das jetzt in Backnang vor Ort ist, dass da beispielsweise, weiß ich nicht, irgendwie eine Brücke oder irgendwie eine Straße nicht gemacht wird, ja, das geht ja nun gar nicht. Die AfD, die hat mit dafür gestimmt, dass die Straße jetzt gemacht wird. Ah, das ist gut, ja, das finde ich in Ordnung. Die sollten weiterhin hier im Stadtrat gemeinsam mit denen abstimmen. So läuft der Hase. Sehen wir doch auch beim Heizungsgesetz. Warum gibt es so viel Kritik am Heizungsgesetz? Weil ein paar Leute in der Bevölkerung langsam realisiert haben, dass es das hier wird. Richtig, richtig viel Geld kosten wird. Jeden einzelnen Bürger. Und das wollen sie nicht. Ans eigene Portemonnaie, da wo es weh tut. Das ist das Unangenehme. Nochmal, das wollen sie nicht. Dann noch eine weitere spannende Umfrage über Robert Habeck und die Baerbock haben wir ja gerade schon am Anfang gesprochen, dass die jetzt angeblich wieder so beliebt sein sollen kann. Und so hatte ich es im Olli-Video heute Morgen ja auch schon gesagt. Danke fürs Anschauen von diesem Video. Wer den Kanal noch nicht kennt, drüben mal reingucken. Die liegt einfach nur daran, weil sie gerade aktuell nicht so präsent sind. Robert Habeck ist quasi im Sommerurlaub, tingelt ja ein bisschen durch Deutschland, hier auf seiner Deutschland-Tour und spricht mit verschiedenen Unternehmen. Man bekommt nicht viel von ihm mit. In der einen oder anderen Sendung sitzt er mal und so weiter. Aber wenn du auch selber ein bisschen abschaltest von diesem ganzen Schwachsinn, dann bekommst du auch Baerbock und so weiter nicht mit. Und offensichtlich, wenn die Grünen nicht im Fokus sind und sich äußern, dann steigen die Umfragewerte. Tja, vielleicht sollten sie wieder komplett verschwinden, denn dann wiederum, wenn sie auf 50% kommen, heißt das doch im Umkehrschluss. Interessant ist aber noch das hier, was ich hier habe. Neueste Umfrage zum Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Und ja, das dauert ja noch ein paar Jahre, weil voraussichtlich 2026 wird die stattfinden. Die Wahlwiederholung hat ja dieses Jahr stattgefunden. Dadurch gab es eine große Veränderung. Und das Interessante daran ist ja jetzt, CDU 24,5%, Grüne 16,5%, immer noch stark, AfD 16%. Warum ist das so was Besonderes? Die AfD hatte zuvor 9,1%. Überlegt euch da mal. Von 9,1 auf 16% hier eine wahnsinnige Steigerung. Das ist schon sehr, sehr krass. Und die anderen Parteien, CDU hat ein Minus, Grüne haben ein Minus, SPD hat ein Minus. Allerdings hat die Linke ein Plus, FDP ebenfalls ein Minus und weiterhin nicht im Abgeordnetenhaus unter der 5%-Hürde vertreten. Und das zeigt doch einfach nur, dass jetzt rechts und die Linke, also links gewählt würde bei dieser Umfrage, die Bestätigung dessen, dass nämlich die Menschen in diesen Extremen, um es jetzt böse zu meinen, ne, ich meine jetzt nicht rechtsextrem, linksextrem, aber sie sind ja schon radikaler alle irgendwie in ihren Meinungen, bei der Linken genauso wie bei der AfD, im Verhältnis jetzt zum Beispiel zu einem, ja gut, die Grünen sind eigentlich auch ziemlich radikal, zu einer CDU, nehmen wir die als Beispiel, oder einer FDP. So. Und das ist doch immer wieder wahnsinnig, wenn man das sich mal auf der Zunge zergehen lässt, was das eigentlich auch bedeuten kann, dass die Leute versuchen, dort ihre Rettung zu finden. Und gerade in Berlin, wo so viel so falsch läuft, schafft die Alternative in dieser Umfrage eine so starke Steigerung. Wann werden die anderen Parteien das realisieren, dass das, was sie gerade machen, absolut der falsche Weg ist? Schreibt es mal unten rein, was ihr denkt. Abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.